Ich grüße euch alle an diesem Morgen zu unserem Go for Peace Impuls. Das Evangelium des heutigen Tages, aufgeschrieben im 6. Kapitel bei Lukas, die Verse 39 bis 42. Dieses Evangelium macht uns deutlich, dass wir Menschen alle eine ganz besondere Fähigkeit haben. Nämlich die Fähigkeit, dass wir genau wissen, was die anderen falsch machen und was die anderen besser machen könnten. Im Blick auf uns selber fällt uns das aber nicht ganz so leicht. Da heißt es nämlich bei Lukas aufgeschrieben: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge, den bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler! Jesus sagt: Dann zieh doch zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also, wir haben es ja irgendwie gelernt, immer auf die anderen zu gucken und auf die anderen zu zeigen. Und sieh mal, guck mal, und dann lenken wir wie Weltmeister von uns selber ab. Das können schon Kinder, das können alte Menschen, das kann jeder. Also diese Fähigkeit haben wir mitgekriegt. Aber die Fähigkeit, auf uns selber zu schauen und zu gucken, wie kann ich eigentlich die Verantwortung für mein eigenes Leben wahrnehmen? Und wo kann ich besser werden? Wo kann ich mich verändern? Und wo kann ich vielleicht heute einen Schritt machen? Das fällt oft gar nicht so leicht. Und dieser Tag lädt uns genau dazu ein, also nicht auf die anderen zu schauen, im Sinne von, guck mal, wie blöd die sich benehmen, sondern auf mich selber zu schauen und mir selber klar zu machen, an welchem Punkt ich heute wachsen kann. Ich merke bei mir, ich habe immer so eine Gefahr, auch schnell über andere zu urteilen und so innerlich den Stab zu brechen. Und ich habe mir für heute vorgenommen, also einfach gut über andere zu denken und das Positive bei ihnen zu sehen und das auch bei ihnen stark zu machen, ihnen vielleicht sogar zu sagen. Das ist der Vorsatz, den ich mir heute für meinen Tag genommen habe. Vielleicht mögt ihr auch überlegen, was euer Vorsatz ist, weil es kommt darauf an, dass wir auf unser Leben schauen. Schau auf dein Leben. Look at your life. Ich wünsche euch einen richtig guten, erfolgsamen Tag.